Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, sie berücksichtigen die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich biete die Monatshoroskopen als Blitzberatung an, nur für 10 Euro. Für Schweiz ist das etwas mehr wegen die Bankgebühren. Liebe Niadea, ich grüße dich. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Daran ändert sich nichts. Ein Geburtshoroskop bleibt immer und zeigt die Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Das ist dein Seelenplan. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich aber und löst etwas im Horoskop aus. Das nennt man Transit. Bei Sonnenbewegung muss ich konkret beschreiben, was da passiert. Die Bewegung macht eigentlich unseren Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Und wir betrachten diese Bewegung und was löst in dein Geburtshoroskop aus. Bevor ich beginne, noch die beiden Mondknoten, weil das hat eine Bedeutung. Es gibt die absteigende Mondknoten Ketu und aktiviert alten karmischen Erinnerungen. Und das hast du in diesem Lebensbereich gemacht. 10. Lebensbereich, Ansehen, Anerkennung, Öffentlichkeit, warst im Mittelpunkt. Und das mit Wiederenergie hast du auch Mut gezeigt, Kraft, da kennst du dich aus. Da sind die karmischen Erinnerungen. Deine Seele sucht aber einen neuen Weg, neue Lebenserfahrungen und das zeigt die aufsteigende Mondknoten oder Rahu. Das hast du im Waage, im 4. Lebensbereich. Da sind Themen wie Partnerschaft, Gerechtigkeit, Kunst, Kreativität und Angekommene zu sein, ein Zuhause zu haben, wo du das Gefühl bekommst, hier fühle ich mich verwurzelt. Diese beiden Mondknoten bewegen sich und aktiviert karmische Themen im Horoskop. Ketu, die absteigende Mondknoten oder Drachenkörper, bewegt sich ganzes Jahr und auch 2020 im Schütze. Und hier aktiviert karmische Themen, was mit der Vergangenheit was zu tun, im 6. Lebensbereich. Und das ist Arbeit, Gesundheit. Kommt nun die Schütze-Energie dazu, das ist Bewegung, Begeisterung, Ausland, Reisen, Auslandskontakte und Schütze zeigt auch etwas Wichtiges, die Richtung. Die Richtung zeigt die Schütze und das ist astronomisch die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße und esoterisch bedeutet unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte. Die absteigende Mondknoten ist hier im Schütze dieser Bewegung und die aufsteigende Mondknoten, dieser Drachenkopf, was die Seele braucht als Befreiung oder Lebenserfahrung, bewegt sich zurzeit in Zwillinge ganzes Jahr und 2020 auch. Und hier hast du die 12. Lebensbereich, die Geheimnisse des Lebens oder Rückzug. Dann kommt noch die Zwillingsenergie, dazu etwas spielerisch betrachten, mehr Leichtigkeit, Kontakte, Kommunikation, aber eher im Hintergrund und einen höheren Bewusstsein. Sonne befindet sich am Mai im Tierkreiszeichen Widder. Und da fließt die Lebensenergie, ist auch dein Monatsthema. Und wieder bedeutet Neuanfang, Begeisterung und im 10. Lebensbereich Zielerreichung, Ansehen, Anerkennung, Berufung. Uranus ist auch hier im Widder etwas länger,
wirkt in diesem Bereich und aktiviert die gleichen Themen. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, außergewöhnliche Begegnungen und zeigt auch Öffentlichkeit. Also nicht die Uranus-Einfluss ist die Öffentlichkeit, sondern der 10. Lebensbereich. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Die Bewegung gehört auch zu Mars-Energie wie Autos oder Sport. Mars ist männlich und zeigt auch ein Mann, das kann auch der Partner sein, aber bei dieser Bewegung, wo die Horoskop aktiviert ist, kann auch eine männliche Person bedeuten, aber auch deine Durchsetzungskraft. Und Mars bewegt sich Mai hier, Anfang Mai, in Tierkreiszeichen Stier. Die Stier wirkt auch, das sind Themen wie Besitz und Finanzen oder einfach mal die Tage genießen, weil das gibt auch Kraft, im Ruhe liegt die Kraft. Und dann kommt noch Themen dazu, wie die 11. Lebensbereich, deine Wünsche, deine Hoffnungen, da die Kraft einsetzen oder eine bestimmte Mann spielt eine Rolle in deinem Leben und da bestehen deine Hoffnungen. Bedeutet auch Kontakte im Freundeskreis und das ist mit einer männlichen Person oder dass du dich durchsetzt im Bekanntenkreis. Jupiter vergrößert etwas, vermehrt etwas, bringt auch Glück, mehr Chancen, mehr Möglichkeiten, schenkt uns Optimismus. Jupiter hat auch mit Gerechtigkeit etwas zu tun, also kann auch eine rechtliche Lage sein. Jupiter befindet sich in Skorpion. Hier hast du im Geburtshoroskop Gaia, das ist unser Planet Erde und das hat mit Manifestation was zu tun. Hier manifestiert sich etwas. Und das sind Themen wie deine Kinder, Enkelkinder oder die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie, etwas gestalten. Und dazu kommt noch die Lebensfreude. Und hier hast du gerade den Jupiter-Einfluss. Und das schenkt dir Chancen, Möglichkeiten, Glück. Saturn ist der Planet der Schicksal, hütet der Karma, belehrt uns auch, manchmal grenzt uns ein. Saturn ist rückläufig, Jupiter ist auch rückläufig hier. Diese Rückläufigkeit bedeutet, das bremst etwas oder sollen wir noch etwas überprüfen. Bedeutet auch karmischen Themen und Erinnerungen. Aber zurück zum Saturn. Saturn ist auch rückläufig, wirkt im 6. Lebensbereich, weil Saturn bewegt sich im Schütze und zeigt, hier muss etwas in Form bringen. Sollst du in Form bringen, das ist die Arbeit, die Alltag, die Pflichten und Gesundheit. Saturn steht astromedizinisch zu unseren Zähnen, Knochen, besonders Knie gehört, Saturnbereich und unserem Haut. Pluto ist auch im Schütze, auch rückläufig, hat auch einen Bezug zum Karma und Vergangenheit natürlich. Pluto sagt alles oder nichts und konzentriere auf dem Wesentlichen. Neptun lässt unseren Träumen leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Ist der Planet der Künstler, lässt uns inspirieren. Neptun bewegt sich im Wassermann, kommt die Wassermann-Energie dazu. Ideenreichtum, unseren Ideen verwirklichen, auch dieses Gefühl zu haben, außergewöhnlich, einzigartig zu sein. Und die 8. Lebensbereich bedeutet diese Transformation. Venus hat mit Schönheit etwas zu tun, Kunst, Kreativität, Ästhetik, auch Frieden und Harmonie. Alles, was schön ist, gehört zum Venus-Energie, außerdem bringt uns auch Glück. Venus ist weiblich, zeigt deine Weiblichkeit, ist auch der Planet der Liebe. Aber bei dieser Bewegung ist möglich, die Kontakte mit einer bestimmten Frau oder mit Frauen. Mit Venus-Einfluss haben wir Kontakte mit Frauen. Oder leben wir unsere Weiblichkeit
oder beeinflusst unserem Liebesleben oder wir verschönern etwas. Venus befindet sich in Fischen, fühlt sich auch sehr wohl im Fischen und hat auch mit Gefühlen was zu tun. Dann kommt noch der Lebensbereich dazu, das ist Reisen, Ausland oder Spiritualität. Merkur ist auch hier, das sind die Kontakte, Verbindungen, Handlungen und auch Lernen. Und es ist auch gut möglich, dass du was Neues lernst in spirituelle Richtung. Mond ist auch hier am 1. Mai. Mond beeinflusst unseren Alltag. Durch Mondeinfluss haben wir oft kleinere Veränderungen und Mond beeinflusst unsere Gefühlen. Mond aktiviert auch etwas im Horoskop. Mond ist auch mütterlich, hat auch einen Bezug zum Mutter. Sonne symbolisiert Vater, Mond symbolisiert Mutter, also kommt auch Mütterlichkeit und Empfängnis, hat einen Einfluss auch auf unsere Träume. 2. Mai steht Mond mit Venus in Verbindung, aktiviert Liebesleben und auch die Gefühle. 3. Mai steht mit Merkur in Verbindung, das sind Gefühle, wo man über Gefühle spricht oder sprechen sollte. Bedeutet auch, dass uns etwas begeistert und das ist die spirituelle Richtung oder Reisen, Ausland, Auslandskontakte und das alles kommt von unseren Gefühlen, das ist Intuition. 4. Mai ist Neumond im Widder, das heißt Mond übergeht im Widder und hier trifft Sonne und Mond und das bedeutet Neumond. Neumond heißt Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Dieser Neumond ist exakt um 23 Uhr 46 Minuten. Das bedeutet Neuanfang, Zielsetzung, Berufung, Öffentlichkeit. Aber bei Neumond ist besser jetzt nicht in Öffentlichkeit zu sein, sondern eher die Rückzug. Aber nachdenken, was veröffentlichen wir oder wie stehen wir im Mittelpunkt, wie bekommen wir Anerkennung. 5. Mai übergeht Merkur im Widder und das kann ein Neuanfang bedeuten, Handlungen, Gespräche über einen Neuanfang. Hier im 10. Lebensbereich handelt sich um Berufung, Terminen oder Arbeitsvertrag. Hier handelt sich auch um unsere Wünsche und das, was wir lernen gerade. Das ist das praktische Wissen, das Umsetzen in Tat. Im 10. Lebensbereich handelt es sich auch um Öffentlichkeit, dass wir andere überzeugen können und jemand hört zu oder wir halten einen Vortrag. Möglich ist auch ein Buch zum Veröffentlichen. 6. Mai übergeht Mond im Stier. Aktiviert unsere Wünsche, Sehnsüchte, hat einen Einfluss auf unsere Gefühle. Möglich ist auch Veränderungen im Freundeskreis. 7. Mai übergeht Mars in Zwillingen. Und das kann bedeuten, dass du müde, erschöpft fühlst, kraftlos und du brauchst die Ruhe, die Rückzug, dass du wieder Kraft hast. Möglich ist auch, dass du kennst jemand, einen männlichen Person und er ist gerade im Rückzug oder das ist alles so geheimnisvoll oder dass dieser Mann erzählt seine Geheimnisse. Hier im 12. Lebensbereich sind auch die geheime Feinde und dann brauchen wir natürlich die Mars-Energie uns zum Wehren. 8. Mai ist Mond auch hier und das löst aus, dass du in die Tiefe schaust und es handelt sich um Gefühle. In diesem Tag steht Mond in Verbindung zum Mars. Mars kann auch ein Impuls sein und hat einen Einfluss mit dieser Mondenergie auf unseren Gefühlen. Aber halte dich zurück, halte deinen Gefühlen in Zaun.
Im selben Tag steht Uranus und Merkur in einer Verbindung und sie wirken gemeinsam. Bei Uranus Einfluss handelt sich um Umbrüche, Veränderungen und das löst ein Gespräch aus. Uranus kann unerwartete Ereignisse bedeuten, dass eine Nachricht kommt und es kommt plötzlich unerwartet. 10. Mai ist Mond im Krebs und das hat einen Einfluss auf dich, auf dein Aussehen, auf dein Auftreten, auf deine Persönlichkeit. Oder du nimmst deinen Gefühlen sehr intensiv wahr. 11. Mai ist Venus im Widder. Und wirkt auf diesem 10. Lebensbereich. Und das heißt, du als Frau bist wahrgenommen. Oder zeigst du deine Kreativität in Arbeit. Oder hast du mit einer Frau in Verbindung und steht in Öffentlichkeit oder beeinflusst deine Berufung. 12. Mai ist Halbmond im Krebs, hier im Krebs. Halbmond ist immer Spannung. Entweder du bist selbst unsicher oder zweifelst an dir selbst oder hast du Einflüsse von außen und das bringt dich aus der Ruhe. Es fehlt in diesem Tag die Erde-Element, fehlt die Sicherheit, Stabilität. Dieser Halbmond ist exakt um 2:12. 13. Mai ist Mond im Löwe, aktiviert Themen, Werte, Wertschätzung, Finanzen. 15. Mai ist Mond im Jungfrau, aktiviert Themen, die Jungfrau-Themen wie Heilung, etwas in Ordnung zu bringen, etwas bereinigen. Und dann wirkt noch die 3. Lebensbereich auch Schulungen, Informationen, Austausch, Verbindung zum Verwandten, Veränderungen in vertrauten Umgebung. 16. Mai übergeht Sonne im Stier, beginnt ein neues Monatsthema. Und das bedeutet erstens die Stierenergie, etwas in Besitz zu nehmen, die Finanzen in Ordnung bringen. Dann kommt noch der Lebensbereich dazu, was das vermittelt, unsere Wünsche zu leben, Freundeskreis, Bekanntenkreis. Genau da hinschauen, da fließt auch die Lebensenergie. 17. Mai übergeht Mond im Waage, hier hast du karmische Themen, das zeigt die Geburtshoroskop, aktiviert den Bereich dein Zuhause oder die Suche nach dein Zuhause. 18. Mai ist Vollmond hier im Waage, das wird voll und ganz beleuchtet, dieser Thema. Wo ist dein Zuhause? Wo fühlst du dich verwurzelt, verankert? Oder möchtest du etwas gründen? Das ist die Basis, die Fundament, was du im Leben auch brauchst. Dieser Vollmond ist exakt um 22:11. Im selben Tag steht Venus und Uranus in einer Verbindung und sie wirken gemeinsam. Und das sind Themen wie Liebe, Partnerschaft, Umbrüche, Veränderungen oder deine Selbstständigkeit, deine Kreativität, dein Status, dein Ansehen und Öffentlichkeit. 19. Mai übergeht Merkur im Stier. Und hier hast du Handlungen, Gespräche und das betrifft dein Freundeskreis oder eine Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind oder du gründest eine Gruppe. 19. Mai ist Merkur im Stier. Genau, das habe ich gesagt. Und Mond übergeht in Tierkreiszeichen Skorpion.
beginnt die abnehmende Mondphase. Das spielt auch eine Rolle. Bei abnehmender Mondphase können wir von etwas verabschieden, was abnehmen soll oder abnehmen. Und bei zunehmenden Mondphase vermehrt sich etwas. Hier sind Themen, deine schöpferische Kraft, deine Lebensfreude oder Themen mit Kindern. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung. Jupiter aktiviert die Gefühle, vermehrt es, also intensiv. Die Gefühle sind viel, viel intensiver. Und hier im Skorpion sowieso, weil Skorpion gehört zum Wasserelement und das symbolisiert die Gefühle. Bedeutet aber auch Intuition, Inspiration, diese Quelle. 21. Mai übergeht Mond im Schütze und hat Einfluss auf deinen Alltag, auf Arbeit, auf Pflichten und Gesundheit. 24. Mai ist Merkur im Diamant und das heißt, es klärt sich etwas auf, hat man die Bedürfnis, die Wahrheit zu erfahren und beschleunigt die Handlungen und Gespräche. Im selben Tag übergeht Mond im Steinbock, aktiviert bei dir Thema Liebe, Partnerschaft oder Verträgen. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann. Halbmond ist immer Spannung hier im Wassermann. Und das kann Themen sein, wie zum Beispiel, du solltest von etwas verabschieden und du neigst dazu, etwas doch festzuhalten, weil du hast Verlustangst. Oder hast du Themen mit Erbschaft oder mit Ämtern, besonders wenn das um Geld geht. Dieser Halbmond ist exakt um 17.34 Uhr. Es fehlt die Feuerelement. Es fehlt die Begeisterung, es fehlt die Kraft, es fehlt die Mut. 27. Mai steht Mond mit Neptun in Verbindung. Sie haben so ähnliches Essenz. Hat mit unseren Gefühlen zu tun, hat mit unseren Träumen was zu tun, hat mit unserem Unbewussten zu tun. Und das ist auch Intuition, auch Inspiration, besonders bei Neptun-Einfluss. Kann auch bedeuten, dass in diesem Tag träumen wir etwas und dieser Traum hat eine wichtige Botschaft. 29. Mai ist Mond im Fischen und aktiviert Themen Reisen, Glaubenssätze und Spiritualität, eventuell Prüfungen. 31. Mai ist Mond im Widder und das löst aus, Neuanfang, Ansehen, Anerkennung, im Mittelpunkt zu sein, Zielerreichung, Berufung. Liebe Niadea, so könnte ich dein Monatshoroskop erklären. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, ich bedanke mich auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute. Alles Liebe von Dendera.